Ja, liebe Zockerlauncher, herzlich willkommen zurück zu den Siedlern 3 im Add-on mit den Amazonen. Und heute geht es weiter mit Kampagnenmission 4. Sie hatten sich verbündet und wollten jetzt mit einem schnellen Schlag dem Spuk ein Ende bereiten. Oh oh. Doch Penthesilea war die Tochter des Priamos, König von Troja, und keine dahergelaufene Chefin einer Räuberbande. Ihre Verteidigungsanlagen würden stark genug sein. Bis dahin war allerdings noch eine Menge Arbeit. Sollten die Männer doch angreifen. Sogar gemeinsam, wenn sie es nötig hatten. Hat er gerade gesagt, Königin von Troja? Was haben die Trojaner mit den Amazonen zu tun? Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Okay, Siegbedingungen. Vernichten Sie 350 feindliche Soldaten. Tipps und Tricks. Bauen Sie eine gute Verteidigung auf und besinnen Sie früh, Soldaten zu produzieren und beginnen Sie früh, Soldaten zu produzieren. Rohstoffe finden Sie allerdings nur ziemlich weit östlich. Z2, okay. Beeilen Sie sich, dorthin zu kommen. Okay, 350 feindliche Soldaten. Roger, Dad, los geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Brauchen wir das hier? Okay, jetzt müsste mir erstmal Ritter sammeln, ne? Ah ja, hier ist eine Burg, das ist gut, die behalten wir. Prima, voll machen. Umsonst, Militär, kommt mal hier weg. Und was haben wir denn schon stehen? Wir haben hier einen Holzfäller. Wir haben hier ein Sägewerk. Wir haben hier noch einen Holzfäller. Okay, das ist ein bisschen blöd gebaut. Mach doch am besten hier noch einen hin und ein Forsthaus vielleicht so. Dann habt ihr schon mal irgendwas zu tun. Gut. Ritter alle weg. Wir reißen dann das ganze Gelumpe mal weg. Hä? Wir können ja hier einen Aussichtsturm hinmachen. So, boom. Sammelt euch. Junge, werde ich angegriffen. Warum auch immer? Okay. Habe ich wohl selber Spione? So, und wenn ich mich wieder ein bisschen so husterisch anhöre, liegt es einfach daran, dass es so ist. Lol. Nein, also hier, alle Kids, beide Kids sind krank. Und irgendwie steckt immer hier der eine den anderen an und irgendwie werden wir alle nicht gesund. Das ist ein bisschen blöd. Da unten wären Steine. Hab ich denn schon irgendwo einen Stein mit stehen? Einen haben wir irgendwo. Okay, also bauen wir noch einen. So. Du darfst auch weg. Weg, 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 weg. Alle weg. Da ist der Steinmetz. Okay, alle weg. Was mache ich denn jetzt hier mit? Das ist doch... Brauchen wir nicht. Greif mich an meinem Turm an, wenn du mich angreifen willst. Ich nehme jetzt alle mal hier runter. War doch ein Weg. So, wenn ihr das gebaut habt, baut mir gleich ein Wohnhaus hinterher. Irgendwo... Okay, also Berge sind ja hier gar keine. Aber wir haben einen Haufen Siedler frei. Also Pioniere, let's go. Und am besten gleich nochmal... 5, let's go. Und am besten gleich. Ne? Na? Taste? X. Okay, nochmal 5. Auf geht's. Dann. Ist doch ganz nett hier. Da können wir uns ein bisschen verteidigen, würde ich mal behaupten. Jetzt sehe ich natürlich nichts mehr, weil ich alles abgerissen habe, ich Säckel. Hier ist der Berg. Dann schicken wir doch mal noch 5 Geologen oder so los. So viele braucht man nicht, ne? Komm, geht ihr mal hier anfangen. Und
da ihr hier rüberläuft, heißt das auch, dass ihr zur Burg laufen könnt. Ohne in den Gegner... Ich sagte, ohne in den Gegner reinzurennen. Und es ist ein neuer Patch erschienen. Ich könnte jetzt wieder das Mausscrollen invertieren. Das habe ich nur irgendwie vergessen und schon stürzt mich. Naja, was soll's. So, dann machen wir hier noch einen Holzfäller hin. Ein zweites Forsthaus. Und dann schauen wir mal, dass wir wenigstens mal die Grundproduktion ans Laufen bringen. Ach, die Musik gefällt mir. Den Track habe ich auch für die Siedler-News verwendet, übrigens. Hat sehr gut gepasst, passt sehr gut zum neuen Siedler. Weiter. Kommt ihr jetzt alle? Und hoffentlich verliere ich hier kein Land. Schauen wir mal. Wo latscht denn ihr lang? Okay, hier geht also auch durch. Okay, da wollten die Bogenschützen lang. Nehme ich mal an. Das könnten die Pioniere erschließen, ne? So, und hier bauen wir auch noch einen Steinbruch hin. Boom. Dann hätte ich auch Lust, gleich irgendwas Richtung Mana-Produktion zu tun. Und dafür setzen wir mal zwei Förster ein. Mal nur ein Imker für den Anfang. Brauchen sie ja nicht gleich übertreiben. So. Du bist auch fertig. Prima. Weiter geht's. Ab in Richtung Berg. Du haust die Steine weg. Die Verstärkung rückt an. Also militärisch. Weiß nicht. Könnte man da nicht mit wahrscheinlich sogar überrennen? Naja, ich behaupte mal, das geht im Add-on nicht mehr. Irgendwann haben die das auch gecheckt bei Blue Byte. Also da ein bisschen Mist gemacht haben beim Balancing. Glaube ich zumindest. Okay, ich habe noch zwei Äxte und eine Säge. Das heißt... Ja, was heißt das? Dass ich noch irgendwo einen Holzfäller bauen kann, richtig? Aber eigentlich möchte ich lieber Förster bauen. Kurios, aber ist so. Also kurios für mich. Und irgendwie wird nichts fertig, ne? Ich sollte ein bisschen... Ja gut, aber an Rohstoffen liegt es nicht. Ihr müsst halt dann auch mal das Wohnhaus bauen. Daher gleich das Nächste. Und? Ja, die Husterei geht wieder los. So. Berg willkommen. Vielleicht. Ich hätte noch einen Haufen Kohle und Eisen. Okay, und was passiert hier? Oh. Okay, also mein Aussichtsturm ist schon so gut wie platt. Gut, vielleicht hätte ich dann... ja, okay. Er expandiert in mein... Ja, toll. Gut, habe ich es gemacht, nicht. Könnt ihr euch schon mal hier einen Turm einplanen und dann... Scheiß auf die Burg, dann ziehen wir alles hier vor. Tja. Wer beim Siedeln denkt, ist klar im Vorteil, oder wie heißt es? Du wirst gebaut, du wirst fertig. Hier wird noch gegraben, da fehlen auch noch Ressourcen.
Okay, am Sägewerk habt ihr leider auch noch gar nichts getan, aber am Wohnhaus wird gearbeitet, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr schlecht. Was haben wir denn Werkzeug? Sense hätten wir eine. Okay, Nahrungsproduktion hier drüben. Ja. Eher hier irgendwo. Hier links vielleicht doch noch irgendwo und wir könnten ja mal so ein bisschen Scouty-Scouty machen. Komm, lauft mal irgendwo hin. Ihr hämmert dieses Wohnhaus jetzt schnell zusammen. Wir brauchen Siedler. Jede Menge. Okay, du hast wahrscheinlich bald ein Holzproblem. Geht das da du halt mal hier hin? Hier sieht es schon besser aus. Ohne Witz, und ich habe nichts Blöderes im Sinn, als gleich Richtung Mana zu denken. Ich gieriger Schlinge. Ach ja, und ich habe hier sogar Land, ne? Ups. Und das sieht ja schon nach Angriff aus. Ja, aber das wirst du mir nicht wegnehmen. Und hier habe ich... Okay. Halt du dich mal bedeckt irgendwie hier hinten. Und aus euch machen wir mal eine Gruppe. Ach du Scheiße. Was hatte ich in deinen Schwertkämpfen stehen? Tja, mein Aussichtsturm hat es dann auch jetzt hinter sich. Okay, was soll's. Bleibt an der Burg, dann passiert nichts. Ihr scoutet hier mal noch ein bisschen rum. Ach du Schreck, was ist denn das hier? Attacke. Ey, aber ich muss Römer vernichten, nicht beknackte Ägypter. Alter. Na super, jetzt fehlt mir schon eine Spitzhacke. Tja, so nicht, Freundchen. So leicht kommst du nicht bei mir rein. Du kannst auch zurückkommen. Okay, nur eine Verbindung, das ist schon mal gut. Kohle, Eisen, alles klar. Alles klar. Muss ich ja fast sagen. Bau diesen Turm als Prio, ne? Höchst die Priorität. Habe ich Ressourcen? Ja, also ich kann das problemlos machen eigentlich. Siedler haben wir jetzt auch genug, also trag den Scheiß dahinter. Los und so. Tut ihr auch. Da kommen schon zwei Bretter. Nummer 3 ist bestimmt auch irgendwo. Geht ihr mal weiter hier oben.
Untenrum machen wir es mit Türmchen. Und so weiter und so weiter. Du bist dann für den zuständig. Hier steht noch einer. Okay, du kannst dann auch zur Armee zurück. Passt. Und du checkst dann halt nochmal hier hoch. Genauso wie du. Du checkst dann halt nochmal hier hin. Und dann sehen wir eigentlich alles, was wir sehen wollen. Nur leider sehe ich nicht, was ich hier sehen will. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Mir fehlt es auch gewaltig an Hämmern, kann das sein? Auf jeden Fall, ihr baut jetzt den großen Turm, dann kann die Prio raus. Fangt er jetzt an, weil die Prio... Nee, oder? Ihr seid gerade erst angekommen. Okay, egal. Militär. Hier vor. Alle bitte. Jetzt war ich gerade versucht, die Burg abzureißen. Das wäre natürlich mein Ende gewesen. Solange der Turm nicht fertig ist. Oh Mann. Kurz überlegt und gerade noch die Kurve gekriegt. Bis hier rüber. Zweites Wohnhaus auch fertig. Also 100 neue Siedler insgesamt. Prima. Und du kannst jetzt hier fällen. Möchte ich die Burg halten? Ja, eigentlich schon. So. Was haben wir denn noch? Sinn macht eigentlich jetzt nur noch ein... Spitzhacke fehlt ja. Es macht eigentlich jetzt nur noch Sinn, auf Mana zu gehen. Boom. Also setzen wir da auch noch ein bisschen was. Boom, boom. Ein Wasserwerk. Boom. Ist aber auch toller Platz hier. Und einen kleinen Tempel. Wo ist er? So, ihr habt zu tun. Dann macht er mir auch das nächste Wohnhaus hinterher. So, jetzt ist das Ding besetzt. Alles klar. Dann reißen wir. Ach, wisst ihr eigentlich? Möchte ich die Burg behalten? Komm, wir behalten sie. Was soll's? So, dann bauen wir hier den nächsten Turm und hier auch. Und keine Werft, sondern ein Lazarett. Ja. Machen wir hier hin. Gut. Gut, 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 gefällt mir. Hier hätten wir auch Steine. Du willst mir jetzt immer noch sagen, ja, es ist ein Spitzhackefeld. Es ist halt so. Muss so sein. Zurückkommen, 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 verteidigen. Hey, Eichelf ist online. Servus. Okay. Es zieht sich ein bisschen wie Kaugummi, ne?
Oh oh. Schon wieder der? Komm. Lass mal den Römer sein. Eigentlich solltet ihr euch auch hinter den Turm verziehen. So. Und jetzt wieder vorlaufen. Ja, die Bogenschützen machen das doch schon alleine, oder? Glaube ich. Was war hier? Da ist wohl einer reingerannt. Beziehungsweise da rennt noch einer. Oh Mann. Ja, komm, geht drauf, was soll's. Jetzt habe ich wahrscheinlich einen Gegenangriff ausgelöst. Naja. Ich habe ja noch ein paar Ladies am Start. Imkerei. Honigwinze habt ihr auch gebaut. Prima, dann gibt's doch bald ein bisschen Mana. Holzproduktion steht jetzt auch sehr gut. Ja, also ich glaube, Grundressourcen, Holz und Stein habe ich eh genug. Alles gut soweit. So. Dann darfst du hier weiter. Ist vielleicht der andere auch fertig? Nicht wirklich. Und ihr baut mir jetzt hier einen... Ah, Römer! Ja, genau euch brauche ich. Kommt her. Schön, dass ihr auch angreift. Das ist wahrscheinlich jetzt dieser Gegenangriff. Prima. Nur her damit. Jetzt kommen wir auch noch. Okay, es spielt echt alles auf dem Spielfeld. Jetzt meinen auch noch die Asiaten hier mitmischen zu müssen. Also gut von mir aus. Zeit hier eine Wand aufzubauen und dann ist auch Ruhe. So. Und vor allem Zeit, hier rüber zu kommen. Meine Güte. Hier hätte ich auch gern irgendwo einen Aussichtspunkt. Und vielleicht macht es doch Sinn, jetzt schon ein bisschen Nahrung zu produzieren. Hier hätten wir noch ewig Platz für eine Getreidefarm. So, boom. Da läuft wahrscheinlich auch später keiner durch. Du kriegst dann eine Mühle. Und zwei Bäckereien. Und Wasser holen wir von hier. So, und damit das Sinn macht, machen wir ein Lager für Brot auch zu euch. So. Ey, schon wieder? Lauft. Lauft. So. Angeln wollte ich gucken. Zwei. Könnte man aussetzen. Ey, die greifen in einer Tour an. Angel, 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 Angel. Hier, Fischer. Einen machen wir hier hin. Einen machen wir hier hin. Und ein Lager für Fisch machen wir hier auch irgendwo hin. So.
Spitzhacke-Angriff, ja. So, nächsten Turm besetzen, bitte. Und ihr lasst euch einfach abknallen, prima. So. Ich habe da ein paar Blonde dabei. Heißt es, ihr seid, blöder? Nein, ihr seid stärker, ne? Yay, ich hab Blondinen. Voll cool. Ich stehe auf Blondinen. Ah. Geht da eigentlich ein Wasserwerk rein? Boah, das muss ich ja fast dahin bauen. Oh, komm. Muss. Und dann ein neues Wohnhaus und so weiter und so weiter. Und den machen wir natürlich auch voll. Gehen mir die Bogenschützen aus? Nein, tun sie nicht. In diesem Sinne, nächster Turm. Und nächster Turm. Und ihr lasst euch alle schön heilen. Wunderbar. Meine Römervernichtungsanlage, so nenne ich das hier. Ich glaube, ich muss hier nicht mal angreifen, ne? Ich muss hier nur verteidigen. Also, glaube ich. Und ein bisschen rumhusten. Boah, Mann, ich muss mal ein Stück Tee trinken. Wenn das in dem Takt hier weitergeht, muss ich wirklich nicht angreifen. Ihr findet ein bisschen... Also, naja, so geil ist der Berg auch nicht. Wasser fehlt noch. Ah, der Imker ist auch noch nicht so weit. Aber hier ist wieder ein Gebäudchen fertig geworden. Weiter. Und hier ist jemand geheilt worden. So deutlich mal das Geräusch. Vielleicht geht's auch wieder allen gut, ne? Ah, nicht ganz allen. Ja, und der Meier will schon wieder wissen. Stirb. Oh, die schießen aber weit. Ja, cool. Bam. Was ein Vogel. So, ihr geht jetzt hier schnell hier durch. Ich denke mal, so ist das auch gedacht, ne? Und ihr legt jetzt hier drin ein Riesentempo vor. Könnt ihr da eigentlich helfen? Was habe ich da hingesetzt? Ah ja, ein Aussichtsturm. Wie wichtig. Das war jetzt ironisch gemeint, ne? Falls jetzt wieder irgendwelche Kommentare kommen, wo ich mir am Kopf kratzen muss, was das soll. Ach ja. Ich hab euch lieb. Oh, hatte ich eingetragen. Siedler 3 HE Multiplayer beizutreten. Nee, sorry, ich kann nicht. So, jetzt habt ihr auch gerade mal hier gesehen, weil ich hier das so kritisiert habe, dass der Multiplayer nicht gut funktioniert. Der funktioniert mittlerweile sehr gut, ja, auch wenn es keine Lobby gibt. Es gibt ja mittlerweile so viele Gruppen auf Uplay mit Siedler 3 und 4 Spielern. Ihr findet eigentlich immer ein Match, wenn ihr spielen wollt. Wollte ich mal erwähnt haben. Ich muss eigentlich, also für Siedler 4 muss ich auf jeden Fall auch einen Nachtest machen. Spätestens wenn der nächste Patch released ist. Und dann Objekt-Engine und so weiter wieder funktionieren. Denn mein Test Siedler 3 und 4 wird dem Ganzen nicht mehr so ganz gerecht. Es ist nämlich wirklich
viel besser geworden. Viel, 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 viel besser. Ja. Und da muss man die Jungs von Blue Byte, die hier versuchen, Bugs zu beheben, die teilweise, also im Falle von Siedler 3, 20 Jahre alt sind und das sogar hinkriegen, auch mal Respekt zollen. Wollte ich mal gesagt haben. So, stirb. Tschung, 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 tschung. Immer faszinierend, was die Pfeile... Sind das eigentlich Giftpfeile? Weil es sich alle so in der Rauchwolke auflösen? Werden die alle weggeätzt? Eigentlich voll brutal, Siedler 3. Und 4. Also, keine Ahnung. So, also ihr Pioniere seid deutlich schneller wie der Wachturm. Kann das sein? Aber es könnten mal ein paar Römer kommen. So, Spiel gespeichert. Das mache ich jetzt hier auch nochmal. Und in diesem Sinne, liebe Zocker-Launcher, da ist schon die erste halbe Stunde rum. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao.